Herzlich willkommen zur nächsten Folge zu Let's Play GTA Online. Diesmal halt in der Filler-Folgen-Konstellation. Bei mir dabei habe ich diesmal von Nerdcore United den Harle. Hallo Harle! Hallo Arvin und herzlich willkommen auf dem Kanal. Dieser begleitet mich ja, wie gesagt, hier bei diesem Projekt hier bei GTA Online. Ich hatte, wie gesagt, mal wieder Bock gehabt, GTA Online zu spielen. Bin jetzt gerade auf dem Weg zu ihm in seine, zu seiner Garage. Der hat ja eigentlich bei Eclipse Towers quasi die gleiche Wohnung wie ich. Deswegen ist es für mich leichter hinzufinden. Gut, alles klar. Wir machen dann halt noch ein paar Missionen zusammen und mal gucken, wie weit es sich denn entwickelt. Ist hier noch gerade in der Testphase und zwar nehme ich jetzt mit Harle nicht im Teamspeak auf, sondern auf Discord. Also wir haben jetzt hier unseren Voice-Chat hier bei Discord in der Probe und mal sehen, wie es das läuft. Ich hoffe, dein Ton wird hier auch gleich aufgenommen. Also wenn, dann hätte ich natürlich vorher rumprobieren sollen. Aber gut. Ja gut, das ist... Müsste normalerweise, ich hoffe mal, hoch alles ordentlich, ne? Das funktioniert. Bei mir wird auch angezeigt, dass deine Stimme aufgenommen wird. Also wenn du sprichst, dann geht mein Zeiger nach oben. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Bin ja auch gerade mit meiner neuesten Errungenschaft unterwegs. Hier, mein Sabre Turbo habe ich nochmal umgebaut. Kam ja wieder einige Updates zustande und deswegen würde ich sagen, ne? Das ist hier eigentlich... Judith Opening ist. Jetzt sind nämlich, ich weiß nicht, Harle, du hast ja lange Zeit nicht gespielt gehabt. Vielleicht ist es ja auch für dich interessant. Du kennst ja Lamar, oder? Jo, kenn ich. Und der hat jetzt hier diverse Missionen zum Beispiel angelegt, die man dann halt so alleine oder im Koop zusammen spielen kann. Und ich würde sagen, die wollte ich dann halt mit dir zusammen machen. Jetzt bin ich natürlich dummerweise in meine Garage gekommen, aber ich kann ja hier bei dir mal klingeln. Ich hoffe, du kannst... Kannst du gerne mal tun. Versuchen wir mal. Ich guck mal. Ach scheiße, jetzt bin ich rausgelaufen. Und da... Okay, warte. Was los? Geht schon gut los, Leute. Ja, geht schon gut los. Ja. Ihr habt hier schon kleine Startschwierigkeiten, alles klar. Ja, das lange nicht gespielt. Alles wieder verlernt, naja. Spielst du eigentlich mit Controller oder Tastatur und Maus? Nee, ich habe mir angewöhnt, mit Controller zu spielen. Ja, ist doch besser. Xbox-Controller hier, oder? Jo, genau. Ah, dann haben wir wieder den gleichen. Kabel oder? Xbox. Ach, hier, Klingel bei Harlekin. Ich habe Kabel, ja. So, jetzt mal gucken, wo kann ich jetzt aufmachen gleich? Da musst du einfach nur an der Tür, aber nicht durch die Tür durchgehen am besten. Du musst so seitlich an der Tür ran, also an deinem Tor. Quasi. So habe ich es bei dir irgendwie geschafft. Da kommt dann halt so ein Kontextmenü oben links. Und dann kannst du dann anwählen, dass du mich zum Beispiel reinlassen kannst. Okay, jemand ging in der Garage, geht zur Tür und zieh nach. Ja, das versuche ich gerade, liebes Spiel. Es läuft. Es läuft. Unglaublich schön, wenn du... Jetzt geht's. Geil. Jo, nee, lass mal rein. Oh, schön. Soll ich da Trinkgeräusche hören, möchte ich jetzt mal sagen, ganz kurz. Aber jeder, der vielleicht schon mal Nordkorea nicht angeguckt hat, wir brauchen immer Kaffee, ne? Beim Let's Play, das ist halt... Ja, natürlich. Also, gut, okay, ich bin mehr so der Teetrinker. Du hast alles schwarz gehalten. Naja, fast alles schwarz gehalten. Das ist eigentlich Crew-Farbe, ja. Aber das Crew-Emblem hat wieder mal nicht, ist wieder mal nicht drauf. Deshalb. Aha. Nicht bei jedem zumindest, nicht so viel. Ja. Aber was ist das hier für eine Karre eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß keiner. Das ist auch so ein Oldschool-Schlitten, den hatte ich mit meinem Bruder. Ein bisschen für Styling, ja. Und das war, glaube ich, mal das Halloween-Update hier. Das Halloween-Update? Ja, war das mal, ja. Also hier der Hotknife. Genau. Ist doch hier ein Hotknife, oder? Jo. So ein hübscher Viertürer auf jeden Fall. Fährt sich aber auch ganz schlecht hier. Also, auf Geschwindigkeit kommt er, aber lenken kannst du kaum. Nee, das ist wirklich nur für die Optik, ne? Hm. Mein Liebling ist der, ja. Der Chester. Den finde ich eigentlich ganz geil. Der hier, der weiße, der weiß-blaue. Genau. Oh. Aber auch krass. Wobei aus. Jetzt, wie ich deine Fahrzeuge gesehen habe, muss ich mich wahrscheinlich nochmal. Umdenken. Mal das ein oder andere Auto umschrauben. Ja, wie gesagt, also, hier, was hast denn du hier für ihn? Genau, das ist doch hier der Sultan, richtig? Genau, das ist der. Den kannst du zum Beispiel bei Bennys Motor-Dingens hier, Tuning Center, da umbauen lassen, neuerdings. Und dann. Kannst du da extra Sachen dran machen? Armaturenbrett, den Motorblock,
Kofferraum, kannst du alles umgestalten. Armaturenbrett geht auch, geil. Armaturenbrett auch, ja. Okay, cool. Da war ich jetzt noch der Folge mal machen, denke ich. Dieser Folge? Noch dieser, nee, nach diesen Folgen. Ach so, ja, natürlich. Nach diesen Folgen. Weil ich kann das nämlich nicht sehen, wenn du in deinem Auto rumschraubst, deswegen. Das ist richtig, ja. Das hat man schon mal versucht. Oh jo, Also wir nicht. du könntest ja jetzt deine beste Karre mal rausnehmen, also auspacken, und dann beginnen wir gleich mal mit den Missionen. Ach ja, was ich vergessen habe anzusprechen. Der Kanal Nerdcore United findet ihr jetzt auch ab sofort auf meinem Kanal, also ist in meiner Vitamingruppe mit drinne. Leute, die wissen, was das ist, wissen sofort Bescheid. Ansonsten, das ist eine Kanalempfehlung. Da kann man dann halt andere Kanäle, von denen ich halt begeistert bin, anwählen, direkt von meinem Kanal aus. Außerdem, wenn es euch zu blöd ist, an meinem Kanal vorbeizuschauen, ihr habt das entweder jetzt hier im Screen oder in der Videobeschreibung oder und in der Videobeschreibung halt den Link zu dem Kanal Nerdcore United. Alles klar. Welche Karre hast du denn jetzt ausgewählt? Welchen willst du denn jetzt rausholen? Ich nehme jetzt die hier. Gut, kann ich jetzt einfach Okay, dann beitreten? Ja, kann ich. danke erstmal Abi dafür, ne? Hm? Da ganzen NCU-Crew. Coole Sache auf jeden Fall. Wie siehst du eigentlich aus? Ja, ganz schlimm. Ich hatte da mal so ein. Ja. Du siehst aus, als hätte den Tuschkasten Verkehrsunfall gehabt. So ungefähr hatte ich mir das auch vorgestellt, ja. So, ich gebe jetzt mal hier eine Beschreibung, wo du hin könntest. Und zwar, wir fahren jetzt mit deiner Karre hier. Ich gehe mal kurz auf die Map. Mach mal. Und zwar müssten wir. Was ist denn das hier für ein Ton? Hörst du das auch Ingame-Sound? So Voice-Chat? Nee, ist bei mir aus. Habe ich ausgestellt. Okay. Gut, dann fahren wir zum Bay. Und ich guck mal, dass du ja fehlerfrei fährst. Ach, das wird GDO wohl nicht möglich sein, aber ich gebe mir Mühe. Wenn sich aufploppen würde manchmal, wäre es gar nicht so schwer, aber. Kaum habe ich es gesagt, ne? Okay, hast du nicht geschafft. Schade. Okay, ab jetzt. Wenn du jetzt fehlerfrei dahin kommst, kriegst du 5000 GTA-Dollar von mir. Wir Okay. können ja Wetten abschließen hier. Natürlich brauchen wir dafür eine dritte Person, um dann halt Kopfgeld auf jemanden zu übertragen, damit du den ja mal schnell abknallen kannst. Bumm. Schade. Wieder nicht geschafft. War kein Okay. Fehler, ich bin auch so angefahren. Du hast gerade einen. Scheiße. Super. Jetzt, aber spätestens jetzt. Norm, warum klingelt jetzt mein. Ja, okay, danke, Chester, danke, danke. Dass du genau jetzt anrufst und nicht weggehst, danke. Wer ist Schön. Chester? Chester, das war der. Lester, Lester. Lester, wollte gerade sagen. Chester Ja, kenne ich was? nicht. Chester Aber ist du wahrscheinlich kannst. die böse Schwester von Lester oder so. Das ist möglich, ja. So, Vielleicht hier. lernen wir die noch kennen, ne? Vielleicht hätten wir die noch kennen, ja. Die ist dann wahrscheinlich im Rollstuhl und nicht nur im Krückstock. Hier ist die Ach so, Mission. okay. Langsam und niedrig. Au! Bist du brutal. Sorry. Habe ich auch vergessen, dass wenn du aussteigst. Siehst du diese Markierung hier? Ja. Dann geh mal rein. Oder nee, bleib draußen. Ich lade dich ein am besten. Ja, genau, das geht auch so, genau. Das wäre so ja vielleicht so ja produktiv besser. So, ansonsten. Eins muss ich noch sagen. Folgendes, wir munitionieren natürlich auf. Ja, hier ist gerade ein Fehler aufgetreten gerade. Weil da war jemand der Horst und das habe ich nicht gewollt. So, nochmal. Mal sehen, ob ich jetzt der Horst bin. Also der Host für die Mission. Gut, Der alles klar. Horst. Der Horst. Schwere Panzerung Missionshorst. kaufen. Ja, was ich noch ansprechen wollte. Viele Leute, die jetzt hier mich abonniert haben oder durch GTA halt mich in meinem Bekanntenkreis mit aufgenommen haben, wollte ich nur sagen, wie ihr sagt, schaut euch ruhig auch mal die anderen Projekte an. Oder halt auch bei Nerdcore United, die haben auch wirklich super Videos. Und gerade die Livestreams sind von denen eigentlich wirklich super, weil die kümmern sich wirklich um jeden einzelnen Kommentar. Das fand ich auch wirklich klasse jetzt. Also vorhin waren wir ja im Livestream gewesen und ich finde es richtig super, dass ihr euch wirklich jeden Kommentar annimmt. Ja, das, okay, aber momentan ist auch noch überschaubar, ne? Das musst du auch sagen. Ab einer gewissen Zoll ist es wahrscheinlich auch sehr schwer dann. Das ist natürlich richtig. Kaliber, ist halt Aber Kaliber in den Laden. Blöd. das ist uns eigentlich wichtig, dass wir die Community näher haben. Genau, Weil genau. macht Spaß, ne? Richtig. Gut, hab ich alles geil. So, hast du alles eingestellt?
Jo. Gut, alles klar. Ich kenne selbst diese Mission auch noch nicht. Also lassen wir uns mal darauf ein und drücken wir auf Start. Haben wir überhaupt auf Schwierigkeitsgrad? Natürlich schwer, wa? Wir sind ja ein paar Profis. Ja, logisch mit. Oh, ich war jetzt ganz böse mit Level 95 losen, Leute. Es tut mir sehr leid. Ich hab's lange nicht gespielt. Bitte verzeiht mir das. Ja, dann muss ich das halt Du musst ausreichen, ausgleichen. ja. Gut, Definitiv. dann drücken wir mal Start und dann gucken wir mal. Ach ja, bei Dialogen und so wird natürlich hier Mundi halten und so. Spreche geht es, vergesse geht es mal anzusprechen. Das Wesisch. So, jetzt können wir uns noch hier so ein fettes Outfit raussuchen. Oh Gott, sehe ich alles. Alter. Ja, das nächste Mal, wenn wir nochmal ein Let's Play machen, ändere ich, glaube ich, mal mein Outfit und Aussehen. Ich richte mich mal nach dir, was du so für ein Outfit nimmst. Oh, ich habe keine Ahnung, ich rot einfach. Was war Irgendwas das? bekloppt irgendwie. Ja, Also was bekloppt, das ist geil. Das sieht, bei mir sieht das richtig dumm aus, genau. Humor sieht immer richtig dumm aus. Hab ich. so, alles klar. Bereit zum Spielen. Hey, what's happening, Loco? Hey, you know that dude Vernon from the OGs? You know what I'm talking about, the dude always fat-mouthing about the old days. Come on, man, I'm ugly ass Vernon. Anyway, dude got wind that I was talking about my imminent promotion, right? And somehow thought that me being absolute ruler everywhere is gonna insult him. That's some bullshit. Look, man, we gotta send this dude a peace offering or something, man. And nothing says, I love you, brother Vernon, and I'll thank you for your years of wisdom and guidance, but there's a new dog in town like taking care of a man's legal problem. Come on, man, look here, the point is this. Look, this ain't even like no fucking job. It's like you're doing your boy a favor, man. Come on, man. All you gotta do is deliver the cars and that's it. Relax, man. It's gonna be cool. Man, fuck. Why y'all stressing me out? Come on, man. Seriously, though. LD don't do stress. He do regalness like a real king. Now, the cars is over there, dog. All you gotta do is get them and take them to this buyer he got that's gonna get them overseas before the motherfucking cop sees them for some totally unrelated crime that he allegedly did. And the key word is allegedly. Come on, man, it's nothing. It's easy, man. Shit. Okay. Nichtsdestotrotz, ich mag diesen Typen absolut nicht. Naja, ich fand Quatsch. den eigentlich doch, sorry, immer ganz witzig. Ja, weil er zum Auslachen da ist, ja. Ja, ganz gut. Okay. So, welche Karre willst du jetzt? Ich nehme die schwarze. Alles klar. Oh, scheiße, wo ist das jetzt? Dann nehme ich hier den Voodoo. Wir haben keine Leben, ja? Hat er. Nee, weil wir Ah, schwer spielen. alles klar, hat er. Wenn du die A-Taste gedrückt hältst, dann kannst du das machen. Und dann halt. Ah, okay. Und wenn du das lösen willst, einfach nur kurz A antippen. Alright. Ja, Mann! Das ist schon sehr geil, ne? Ja, ich mach hier bloß ein bisschen Show Ach noch so, hier. okay, ich kann hier auch mit dem. Ja, ich muss ja so ein bisschen einleben hier in den ganzen Lowrider. Gut. Wahnsinn. Jetzt müssen wir hier, ohne von den Cops zu gesehen zu werden, hier die beiden Autos zu dem Fahrer zu dem Verkäufer nach Übersee bringen. Also, naja, der Okay, was läuft sitzt. da kaputt, Oh, Leute? rechts! Mmh, das kann ja was werden. Oh ja, ich freue mich auch schon. Da Okay, wir vorne wissen. kommen wieder die nächsten. Okay, weiter rechts. Naja. Wer, der kommt jetzt hier vorbei. Gut. Normalerweise. Pass auf den Verkehr auf hier. Naja, hab ich gesehen. Scheiße, von vorne kommen sie. Fahren wir rauf zu, oder? Hier können wir nicht durch, oder? Doch. Kann jetzt leider nicht auf den Kontext achten. Nee, das ist auch immer das Problem bei GTA, oder? Oh, jetzt habe ich auch Scheiße gebaut. Aber Karre sieht noch ganz süd aus. Okay, shit, jetzt kommt schon vorne. Oh, Ja, fuck, fuck, ja, fuck. ja. Was Okay, ist das denn zurück für eine und Quest rum. hier? Wie Hier, kann man das hier lang, dann? hier lang, hier lang. Über die Klemmbrücken. Ach, okay, das ist die Stelle. Vorsicht. Nicht, dass du Ja, hier hab ich gesehen. umkippst. Okay. Hörte, gib jetzt Jas. Das nenne ich mal gepflegten Autoklau, Leute. Ohne von den Bullen mitgekriegt zu werden, ja. Okay, Ja, vor uns hab sind ich auch schon wieder gesehen. welche, ja. Ja, hab ich Seht ihr gesehen. schon? Die drehen auch gerade bei.
Umdrehen. Okay. Oh shit. Hier in die Gasse rin, wa? Ja, läuft. Bei mir läuft es. Okay, nee, ich bin. Jo, dann trennen wir uns, das machen wir. Dann ja, genau. Macht sie wahrscheinlich besser hier. Ja, Leute, sieht so aus, als wären wir hier koordiniert hier von den Bullen wegfahren müssen. Wir sollen ja halt nicht gesehen werden. Ja, das ist der Sinn, genau. Aber die fahren sie ja auch nicht so gut hier, die Karren, muss ich jetzt feststellen. Nee, das. So, ich bin jetzt gleich auf der Autobahn hier, auf der Schnellstraße. Okay. Naja, was in heißt hier Schnellstraße? Das ist eine doppelspurige Straße hier. Okay, ich bin wieder hinter dir. Okay, der eine dreht bei. Na gut. Dann muss ich den hier gerade abhängen. Oh shit. da kommt bei mir zu spät. Ja, da hat mich gesehen. Da ist bei mir aufgeploppt, einfach. Ach, das ist gleich vorbei. Krass. Was? Echt? Nein! Okay, Leute, schön. Ja. Läuft bei uns. Das war dumm. Ich wurde hier daher gefahren und dann kommt da auf einmal. Ist da aufgeploppt auf der Karte und hat mich schon gesehen. Das schrecklich. Warte, bevor du Neustart klickst. Verdammt. Schon wieder weit. ja. Ist schon wieder 16. Minute vorbei. Das heißt, ich werde jetzt hier mal die Folge beenden, weil wir ja gerade verkackt haben. Versuchen wir es einfach mal in der nächsten Folge nochmal. Also, lasst euch YouTube bis zum nächsten Mal und hat rein. Erwin sagt tschüss und ja. Schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Bis denn. Hade? Mhm. Sag mal noch was. Achso, ich hab gedacht, du sagst, tschö mit Ö, Leute. Tschö mit Ö.